Morgen. Morgen. Geht's besser mit deiner Morgenübelkeit? Nach ein paar Wochen ist es meistens vorbei. Gut. Ich hatte schon Angst, es ginge die ganze Schwangerschaft so. Wir sollten uns ab und zu mal unterhalten, dann hättest du es mitbekommen. Ruhiges Haus in schöner Lage? Inmitten von Wiesen und Wäldern hast du eine Ahnung, wo diese Prospekte auf einmal alle herkommen? Das sind meine. Deine? Ich ziehe aus. Du tust was? Das kann so nicht weitergehen. Du bist offensichtlich noch nicht reif für die Ehe und deshalb... Judith, alles wird wieder so, wie es war. Lass mich bitte ausreden. Ich war noch nicht fertig. Entschuldige. Du brauchst noch Zeit. Du kommst offensichtlich mit der neuen Situation nicht zurecht und deshalb halte ich es für das Beste, wenn wir uns räumlich trennen. Das ist nicht mehr nötig. Ich habe dir doch gesagt, der Stress ist vorbei. Und ich verspreche dir, es wird alles wieder wie früher. Ich würde dir das gerne glauben. Aber ich kann es im Moment nicht. Wollen wir nicht wenigstens noch mal darüber reden? Ich bitte dich, Judith, das ist doch keine Entscheidung, die man zwischen Tür und Angel fällt. Ich hätte genug Zeit, darüber nachzudenken, im Gegensatz zu dir. Wenn du mich jetzt bitte allein lassen könntest, ich habe gleich einen Termin mit dem Makler und muss mich noch vorbereiten. Es tut mir leid. Fisch für Van Rüger? Tina, ich bin's. Hi, Judith. Na, wie läuft's? Ich habe Oliver gerade gesagt, dass ich ausziehen werde und bin eigentlich auf dem Weg zum Makler. Das sind ja ganz neue Neuigkeiten. Aber ich verschiebe den Termin. Ich brauche jemanden zum Reden. Kannst du vorbeikommen? Ja, klar, klar. Wie wär's mit einem Spaziergang im Park? Ich bin in einer Stunde bei dir. Du glaubst nicht, was Judith mir gerade erzählt hat. Sie nimmt sich einen Callboy. Sie will ausziehen. Das glaube ich nicht. Sie hat gerade angerufen. Sie will mit mir reden. Ich glaube, sie sucht meinen Rat. Und was wirst du ihr sagen? Na, was wohl? Willst du doch nicht sagen, sie soll Oliver verlassen? Mit welchem Argument? Es ist nicht dein Job, ihr von Olivers Affäre zu erzählen. Ja, das will ich ja auch nicht. Aber ich kann ihr doch Mut machen. Und ihr raten, selbstständig zu sein, wenn Oliver nicht weiß, was er will. Ja, Rüger? Aha, du bist's. Ja, ja, ich bin hier. Ja klar, komm vorbei. Bis gleich. Das war Oliver. Er kommt gleich vorbei. Er will mit mir reden. Ich glaube, ich muss nicht fragen, worüber. Ich kann ihr ja raten, auszuziehen, und du kannst ihm raten, sie zurückzuholen. Das wäre echtes Teamwork. Also bis später. Guten Morgen, Pascal. Morgen, Vater. Schon auf den Beinen? Hat dir Oliver von seinem neuen Projekt erzählt? Mir hat er noch nichts erzählt. Wasserkraft, Ökostrom. Ich dachte, ihr seid da zusammen dran. Bisher nicht. Er wird sicher noch mit dir reden. Manchmal hat Ariane zauberhafte Ideen. Manschettenknöpfe. Genau die, die ich auch zu unserer Hochzeit getragen habe. Aus den 60ern. Neu aufgelegt. Retro-Stil nennt sich das. Retro-Stil? Altes neu aufkochen. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Nein. Warst du schon joggen? Nur spazieren. Frühmorgens. Im herbstlichen Park. Bedrückt dich irgendetwas? Ich habe nur schlecht geschlafen. Wenn du willst, nehme ich dich gleich mit in die Bank. In 5 Minuten. Ich trinke noch schnell einen Espresso. Keine schlechte Idee. Dem schließe ich mich an. Was ist denn los? Hier ist der offizielle Gut-Wellinghoff-Weckdienst. Drücken Sie die 1, falls Sie die Uhrzeit wissen wollen. Oh, was soll denn der Scheiß? Drücken Sie die 2, falls Sie schlechte Laune haben. Oder legen Sie einfach auf, falls Sie wichtige Informationen verpassen wollen. Ja, ich höre, Denise. Ich sollte dich zurückrufen. Was war gestern? Ich hatte eben viel um die Ohren. Ja, egal.
Es ist wegen Margret. Hast du mit ihr gesprochen? Ja, klar. Dann weißt du ja alles. Mhm. Mutiges Geschenk. Aber ich glaube, ein bisschen viel für Margret. Habe ich sie erschreckt? Ich an deiner Stelle würde meinen Gang zurückschalten. Du hast sie vollkommen durcheinander gebracht. Süß. Süß? Warum hast du ihr eigentlich nicht gesagt, dass du Biancas Bruder bist? Hat mich noch nicht gefragt. Außerdem tut das nicht zur Sache. Ja, das denkst du. Tu mir bitte den Gefallen und sag ihr, dass ich sie unbedingt sprechen muss, okay? Ja, klar, mach ich. Ich kaufe mir heute übrigens ein Handy. Dann gebe ich dir die Nummer und dann kann sie mich jederzeit anrufen. Okay. Also. Irgendwie werde ich heute nicht wach. Hat deine schlechte Stimmung wirklich nur mit deiner Müdigkeit zu tun? Raus mit der Sprache. Es geht um Maren. Ich habe Schwierigkeiten mit ihr. Ich hatte das Gefühl, ihr versteht euch recht gut. Was ist passiert? Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ach, ich sag's besser doch. Ich bitte dich. Nun hast du schon angefangen. Es würde dich zu sehr belasten. Darüber würde ich mir gern selbst ein Urteil erlauben. Jetzt aber raus mit der Sprache, ganz direkt. Also gut. Maren belästigt mich. Sie belästigt dich? In welcher Form? Sexuell. Sexuell? Maren doch nicht. Wie würdest du es denn nennen, wenn dir eine Frau zweideutige Angebote macht und dir unter dem Tisch ihre Fußspitze zwischen die Beine schiebt? Das hat sie getan? Ich habe mich schon gefragt, ob ich ihr irgendeinen Anlass zu diesem Verhalten gegeben habe, aber für mich war sie immer nur eine Kollegin, deren Fachwissen ich schätze. Das ist ja ungeheuerlich. Ich bin fest entschlossen, mir eine eigene Wohnung zu suchen. Mein Kopf sagt, tu es. Mein Bauch sagt, denk nochmal drüber nach. Aber wenn du das Gefühl hast, wirklich alles versucht zu haben, damit es zwischen euch wieder in Ordnung kommt. Ich soll also ausziehen? Ja. Vielleicht wacht er dann auf. Es ist so verdammt schwer. Er ist die Liebe meines Lebens. Ich kann nicht so einfach gehen. Ich glaube nicht, dass du es dir einfach machst. Er kann dich jederzeit zurückholen. Manchmal muss man sich neu erobern lassen. Oder endgültig feststellen, dass es einfach nicht geht. Davor hast du am meisten Angst, oder? Ja. Davor habe ich richtige Angst. Wenn ich wüsste, was mit ihm los ist, dann... Manchmal würde ich zu gern in seinen Kopf schauen können. Ich glaube, du hast dir genug Gedanken über ihn gemacht. Willst du, dass sie bleibt? Ach, Matthias, es geht schon lange nicht mehr darum, was ich will. Jetzt übertreib mal nicht. Ich untertreibe eher. Bianca und ich würden uns nach spätestens 3 Monaten hassen, wenn wir gemeinsam abhauen würden. Unsere Beziehung wäre vergiftet von Schuldgefühlen. Dafür ist deine Beziehung zu Judith von Sehnsucht nach Bianca vergiftet. Eben. Diese 3 Tage, die waren wie ein einziger Rausch. Aber es war eine Auszeit und das war uns beiden klar. Es geht einfach nicht mehr. Seit wann ist die Auszeit zu Ende? Seit gestern. Und ich weiß, wie sehr ich Judith damit verletzt habe. Ich will versuchen, das irgendwie wieder gerade zu biegen. Hast du einen Rat? Vergiss Bianca. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Tut mir leid. Besser weiß ich es auch nicht. Hi. Oh, Denise, ich habe jetzt gar keine Zeit. Ich muss unbedingt in die Schule. Nur ganz kurz. Ich habe mit Heiko telefoniert. Aber das kann ich dir ja auch nach der Schule erklären. Was hat er gesagt? Dass er sich ein Handy gekauft hat. Hier ist die Nummer. Und was hat er noch gesagt? Interessant ist nicht so sehr, was er noch gesagt hat, sondern vielmehr, was er nicht gesagt hat.
und das wäre? Dass er Biancas Bruder ist. Ich bereite gerade die Unterlagen für die Aufsichtsratssitzung bei Meierling und Scharnhorst vor. Der Termin wurde verschoben. Der Flieger hat 2 Stunden Verspätung. Ja, gut. Du siehst nicht gut aus. Seit ungefähr einer Stunde fühle ich mich auch nicht mehr besonders gut. Wie kommt's? Ich habe gerade mit Pascal geredet. Er hat mir von seinen Schwierigkeiten mit dir erzählt. Was für Schwierigkeiten? Er hat gesagt, dass du ihn nicht in Ruhe lässt. Ach, diese Nervensäge. Und ihn belästigst. Ihn belästige? Wie das denn? Sexuell. Das ist ein Witz, oder? Sag mir, dass das eben ein dummer, geschmackloser Scherz war. Kein Scherz. Es ist ihm sehr ernst. Und er scheint unter dieser Situation sehr zu leiden. Und das glaubst du ihm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pascal so etwas ohne Grund erzählt. Was soll ich denn getan haben? Ich will nicht in die Details gehen. Es waren offensichtlich eindeutige Aufforderungen von dir, mit ihm Sex zu haben. Nichts ist davon wahr. Das ist eine dreiste, freche Lüge. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Maren, komm, beruhige dich. Du kennst mich seit über 10 Jahren. Und dass du diese Lügen glaubst, ist sowas von verletzend und unglaublich. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Im Gegensatz zu dir hat es für mich immer nur dich gegeben. Störe ich oder kann ich kurz mit dir reden? Was habe ich dir eigentlich getan? Warum behandelst du mich so? Judith, bitte nicht weinen. Ich... Es tut mir unendlich leid. Bitte versuch, diese letzten 3 Tage einfach zu vergessen. Wir machen uns beide nur fertig damit. Unser Leben wird wieder wie früher sein. Ich weiß nicht, ob ich... Ich verspreche dir, es wird nie wieder vorkommen. Wie kannst du dir da so sicher sein? Weil wir so bald wie möglich heiraten werden. Wie bald? In 2 Wochen. Ich muss loslassen, damit Oliver und Judith ihren Weg gehen können. Wir heiraten. In 2 Wochen? Ich hätte nie gedacht, dass Maren zu so etwas fähig ist. Sie sollte sich bei dir entschuldigen. Aber das will ich doch gar nicht. Du bist wirklich ein feiner Kerl, Pascal. Vielleicht ist es nicht möglich, jemanden zu vergessen, den man liebt. Aber vielleicht lernt man damit zu leben.